marschieren wir zu unseren Freunden raus, steigen auf das nächste Schiff. Wahrscheinlich müssen wir wieder ein paar Fische abwehren. Bin ich diese Blag wirklich leid. Die sind doch glatt aufgetaucht, als ich gerade in einem Forum über die Schwächen von Holofilmen nach Comicvorlage reden wollte. Alle wichtigen Blogger waren da. Ich, Stuart Zergo, Obsidia, Van Schmoot. Van Schmoot war da? Wirklich? Ich liebe sie. Sie hasst alles. Kein Holofilm, Spiel oder Online-Produkt, das sie zum Start nicht mit ihren Kommentaren zerrissen hätte. Solche Kritiken erfordern echtes Talent. Es könnte irgendeine versteckte Anspielung gewesen sein. Wir haben das Ziel, die ich jetzt nicht genau kenne. Er hängt ein bisschen. Okay, er wird für immer hier in diesem Schiff festsitzen. Ja, Gott sei Dank hat er sich befreit. Ich fürchte, wir werden ihn gerade brauchen. Braucht jetzt natürlich eine Weile, bis er hier zu uns vorgestoßen ist. Das ist unser Schiff. Er wird jetzt daran herumschrauben. Und bitte. Also gut, öffnen wir die Haube und verpassen dir das Waffensystem. Die Waffensoftware wird neu installiert. System wird neu gestartet. Fertig. Tesla Schub Waffenset erkannt. Erfolgreiche Jagd. Worauf wartest du? Schalte diese Hydroernte aus! Denk dran, normale Munition kann den Hydroerntern nichts anhaben. Feuere die Tesla-Raketen auf sie ab. Schieß die Blag-Untertassen ab. Sie hinterlassen Munition und Gesundheit. So, und wir sind im nächsten Gefecht. Da haben wir direkt den ersten Hydroernter vor uns. Machen wir ihm ein paar Raketen rein, da verliert er dann auch seine Ladung. Aber jetzt haben wir schon keine mehr. Also wir kümmern uns mal, wir wurden von irgendwas erwischt, um die Kleinen. Ich glaube, die schießen auf uns. Er zumindest, der ist in uns reingeflogen. Und so wie in ihn, je nachdem. Also ein bisschen unter Dauerfeuer setzen. Das ist die kleine Insel, die wir vorhin mal gesehen haben. Ein paar Kristalle ernten davon. Die machen hier wieder den gleichen Bataillonsflug hier wie in Batalia, dass sie sich einfach vor unsere Nase setzen. Da ist unser vorheriges Opfer. Jetzt haben wir ihn vom Himmel gepustet. Der wird hier nichts mehr abzapfen und da ist schon der nächste. Mindestens eine Rakete wird eindocken. Bisschen störisch, die Halunken hier. So. Er ist, glaube ich, auch in uns reingedotzt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um ihn. Einer weniger. Die nächsten, die es wissen wollen. Einen müssen wir noch vom Himmel pusten, der war gerade direkt vor uns. Hat sich jetzt natürlich wieder abgesetzt, kommt uns aber hier entgegen. Zweimal haben wir ihn erwischt. Sind jetzt direkt hier am Heck von ihm dran. Haben ihn ebenfalls weggemacht. Ja, ihr zwei habt das Resort gerettet. Resort gerettet. Noch dazu. Ist doch nichts dabei. Nee, war easy. Braucht, fragt mich. Wie wär's mit einem neuen Düsenpack? Ich habe gestern Abend die Holopläne heruntergeladen. Wirklich spitze. Das klingt tatsächlich sehr gut. Avionik-Anschluss rekalibrieren. Software aktualisieren. Aktualisieren. Noch immer aktualisieren. Und tada! Jetzt ist alles bereit. Eigentlich braucht ihr eine B-Klasse-Lizenz, um so eine Schönheit bedienen zu dürfen. Aber was soll's? Ihr gehört zu den galaktischen Schutztruppen. Damit solltest du an diese Pumpstationen rankommen. Ja, cool. Also wir haben jetzt hier ein sehr hilfreiches Upgrade erhalten. Und an das Zahnrad erinnern wir uns. Da waren wir schon mal bei einem festgesteckt. Da wirbeln wir auch hier mit einer brutalen Geschwindigkeit herum. Sicherheitsabstand
Sicherheitssperre deaktiviert. Vielleicht finden wir jetzt einen Weg in die Pumpstation. Pumpstation ist offen, nämlich auf Aridia. Da haben wir uns ja einmal mit den Magnetstiefeln hier nach oben gesetzt und daraufhin mussten wir hier bei dem Teil schon wieder aufgeben. Wir haben jetzt auch gar keinen Propeller mehr. Wir sind jetzt hier mit dem Jet unterwegs. Da tauchen wir auf jeden Fall mal ein. Gucken an, was es hier für Schätze gibt.